Pornfans, herzlich willkommen bei Integra FC Nummer 13 und neben mir steht jetzt, ja man darf sich nicht wundern, ist nicht Integra, ist Respect, Sven Neumann und Liam Conway, beide Promoter bei Respect FC und ja, wie gefällt es euch heute hier bei Integra? Ihr seid ja quasi als Zuschauer, nicht mal als Promoter heute, wie sonst immer bei euren Veranstaltungen. Wie gefällt es euch? Die ersten Eindrücke? Ja, schöne Kämpfe. Wir sind Gäste von Wladimir Schwarz, dem Promoter von Integra. Wir gucken uns das natürlich gerne an. Der Wladimir war auch bei uns auf der Veranstaltung. Wir pflegen ein freundschaftliches Verhältnis auch mit anderen Promotern. Wir haben da keine Schmerzen mit und freuen uns auf eine schöne Veranstaltung hier. Zwei, drei Zuschauer mehr hätten der Veranstaltung vielleicht ganz gut getan, aber das ist halt so ein altes Problem, das kennen wir ja. Das jetzt als Grund, warum ihr hier seid, aber sag mal, bei euch gibt es natürlich auch ein, zwei neue Sachen. Was ist denn da los? Wir haben ja jetzt vor 14 Tagen erst unsere Veranstaltung in Limburg hinter uns gebracht, unser Comeback. Ist ganz gut gelaufen, glaube ich. Hatten ordentliche Kämpfe, schöne ordentliche Kämpfe, drei neue Champions und jetzt sind wir bereits in 6 Wochen wieder aktiv und sind wir in der Heimat vom Liam, quasi meiner Zweitheimat in Itzstein und machen Respect Amateur Championships, aber da machen wir nicht nur Amateure, sondern wir machen auch 4 Profikämpfe. Es wird so eine Abendveranstaltung mit allen Pipapo, um Amateuren mal eine große Bühne zu geben. Aber wie gesagt, wir haben auch Profikämpfe dabei und werden auch einen Titel vergeben. Liam, Sven meinte eben deine Heimat. Was darf man in Itzstein erwarten? Oh, wir waren schon am 16.03. Bei der Warrior Fight Night in Itzstein und haben das erste Mal gemacht und die Halle war knallvoll mit über 800 Leuten und ich wünsche mir, dass es natürlich mit der Respect Amateur Championships genauso läuft und ich bin auch davon überzeugt, dass mit dem Support aus der Heimatstadt nicht schief gehen kann und ja, wird eine tolle Sache, auf jeden Fall. Ja, das klingt doch sehr vielversprechend. Dann freuen wir uns natürlich auf, wann war es genau nochmal? Also am 9.11. in Itzstein, Hessen. 9.11. in Itzstein, Respect FC, Nummer. Fangt ihr neu mit der Nummerierung an oder läuft es weiter? Nein, also die Respect Amateur Championships sind ja nicht durchnummeriert. Ich glaube, es ist die 7. oder 8. Amateur Championships, die es gibt. Und nächstes Jahr im Februar haben wir eine kleine Überraschung. Können wir jetzt noch nicht genau sagen, weil wir noch auf die Bestätigung von der Halle sorgen. Wird aber ein Knaller, weil das wird unsere Jubiläumsveranstaltung, Respect 20. Und ich glaube, da können sich die Leute warm anziehen. Wo soll die dann starten? Das können wir jetzt leider noch nicht verraten. Wir warten auf die Bestätigung. Aber ihr seid natürlich die Ersten, die es erfahren werden. Vielen Dank dafür, denn wir geben es direkt weiter auch an die Fans. Ja, ich sage trotzdem auch dann schon mal Dankeschön für das kurze Statement. Und ich wünsche euch natürlich viel Erfolg bei der nächsten Veranstaltung. Wir sehen uns dann ja, eventuell auch dort. Hundertprozentig. Du bist eingeladen. Da gehe ich schwer von aus, dass wir uns dort sehen werden. Vielen Dank. Ich sage danke und ich sage tschüss aus Saarbrücken.